Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Ich wurde in letzter Zeit sehr häufig gefragt in Kommentare, E-Mails etc. Bitte stell doch mal ein Notstromaggregat vor und erklär uns mal was dazu. Und dem will ich natürlich gerne nachkommen. Und wir werden halt einfach mehrere Fragen klären. Ich werde euch halt unter anderem mein persönliches Aggregat, mein neues, mein Caterpillar Inverter 2000 vorstellen. Da sage ich dann noch mehr dazu. Wir werden erstmal die Frage klären, wie groß muss denn so ein Aggregat überhaupt sein? Also was will ich damit betreiben und wie finde ich raus, wie viel Strom oder wie viel Watt das Ding braucht? Wir werden auch klären, welche Art von Aggregat benötige ich denn überhaupt? Ist klar, wenn ich halt nur Licht betreiben will, dann langt mir vielleicht ein Baumarktgerät. Will ich damit mein Handy aufladen, mein Computer, mein Fernseher, meine Satellitenschüssel betreiben, dann brauche ich natürlich einen Inverter zum Beispiel. Und es wird das Ganze zweiteilig werden. Im ersten Teil stelle ich euch die kleinere Variante vor, die ich jetzt habe. Und im zweiten Teil stelle ich euch dann noch ein Aggregat vor fürs Haus, das man also direkt ans Haus anschließt, wo man natürlich dann wesentlich mehr damit betreiben kann. Außerdem zeige ich euch noch, wie ihr dieses Aggregat sehr günstig erwerben könnt. Und obendrein gibt es jetzt dann einen 10% Rabatt sogar darauf noch bei der Firma Ademag Stromaggregate, da sage ich gleich mehr dazu, wo ihr quasi die Aggregate, die eh schon am günstigsten am Markt haben, nur mehr um 10% günstiger kriegt und ihr tut es mit dem Kauf sogar noch ein gutes Werk. Wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Also zuerst mal vorab, ich habe ja wirklich, könnte ja Schicksal gewesen sein, ich weiß es nicht, vielleicht war es auch nur pures Zufall. Ich habe gerade mir Gedanken gemacht, was kommt in dem Video vor, wie stelle ich euch das Ganze vor. Und da kommt in dem Moment eine E-Mail von Ademag Stromaggregate. Habe ich vorher noch nicht gehört, habe mir gedacht, naja, klingt mal nicht uninteressant, Stromaggregate, da klickst du jetzt mal drauf. Und das war tatsächlich ein Glücksfall, weil die bieten nicht nur Top-Service, die haben wirklich jeden Tag von 8 Uhr bis 24 Uhr zum Erreichen. Das ist kein Scherz, ich habe am Sonntagabend angerufen und es ging tatsächlich ein Techniker an, nicht irgendjemand, sondern jemand, der sich auch noch auskennt hat. Das heißt, wenn ich zum Beispiel am Samstag um was weiß ich, 23 Uhr auf der Party ein Problem mit meinem Aggregat habe, kann ich da jemanden anrufen, der mir dann weiterhelfen kann. Ich habe mit dem Geschäftsführer geredet, der das 2008 nach Deutschland gebracht hat, der Andreas. Und der hat mir natürlich erklärt, sie sind die günstigsten. Ja klar, sagt jeder. Also bin ich natürlich sofort hier und habe mir geschaut, was kostet dieses Cat Inverter 2000 Gerät, das mir übrigens kostenlos von der Firma Ademag zur Verfügung gestellt worden ist. Was kostet das auf Amazon? 893 Euro. Was kostet dieses Gerät bei Ademag? 839. Mit dem 10% Code von Outdoor Chiemgau kostet euch das aber nur 755 Euro. Und wenn das noch zu viel ist, die bieten auch über PayPal Ratenzahlung an, dass ich hier quasi bis zu 24 Monatsraten zahlen kann, dann kostet mich das Ding, ich weiß nicht, zwischen 35 und 40 Euro im Monat. Aber die haben auch noch günstigere Geräte. Nur ich habe mit Andreas gesprochen und habe gesagt, so und so müsste mein Aggregat sein, es muss absolut extrem leise sein, es muss klein sein, es muss beweglich sein und es muss irgendwo 1,6 Kilowatt Nennleistung haben. Und dann hat er gesagt, nimmst du das von Caterpillar, Top-Firma, Top-Marke, passt alles, kann er also nur empfehlen. Habe ich ganz vergessen, mit einer Bestellung bei Ademag mit dem Code Chiemgau, der hat sehr gutes Werk, dein, wenn mehrere bestellen werden, dann kriegt das, was ich in Teil 2 vorstellt, das große Aggregat, kriegt nämlich dann kostenlos das THW. Das heißt, er tut es auch noch ein gutes Werk. Gefällt mir. Gut, jetzt gehen wir drauf, was will ich denn mit so einem Stromaggregat betreiben. Natürlich kommt da immer als erstes den Ofen. Aber eine Ofenplatte hat 2000 Watt, das ist völlig unrentabel, sowas mit einem Stromaggregat zu machen, außer ich habe so ein großes fürs Haus, wie ich in Teil 2 vorstelle. Ansonsten würde ich da einfach hier einen kleinen Gasofen empfehlen, Gaskocher, kostet 15 Euro, Thema ist erledigt. Was will ich denn betreiben? Mein Plan ist gerade am Anfang, habe ich ja viele Sachen nur im Kühlschrank drin und in der Gefriertruhe und ich würde die zwar erst mal betreiben lassen. Und das Coole dabei ist, ich muss das Ding dann nicht 24 Stunden am Tag laufen lassen, sondern es reicht wahrscheinlich zweimal eine halbe Stunde oder einmal eine ganze Stunde, denn Gefriertruhe hält ungefähr 24 Stunden lang die Kälte. Wenn ich es dann wieder abkühle, das dauert ja auch nicht so ewig lang, das werde ich jetzt demnächst mal testen, dann ist das weg.
In der Stunde würde ich natürlich alle anderen Sachen betreiben. Das bedeutet für mich zum Beispiel am Anfang, am ersten Tag den Router, weil man kann im Internet nur schauen, neueste Infos zu irgendwas, Nachrichten anschauen. Ich bin nicht nur aufs Radio angewiesen. Ich würde darüber hinaus meine Satellitenschüssel und mein Fernseher betreiben, denn dann kann ich Nachrichten weiter empfangen, auch von ausländischen Anbietern, falls die europäischen irgendwann mal nicht mehr senden. Die CNN sendet deswegen weiter als Beispiel. Und die wären natürlich ein großes Thema, weil bei denen immer Blackout in Europa sein sollte es mal so weit kommen. Also bin ich hier immer top informiert. Da mein Plan ist weiterhin, in der Stunde, wo das Ding läuft, wenn es Winter ist, würde ich mir so einen kleinen Heizstrahler damit betreiben. Die kann man nämlich auf 1000 Watt einstellen. Und mit so einem ist zum Beispiel, ich habe sowas im Bad für Herbst und Winter und da ist nach 5 Minuten ist der Raum bachelwarm. Das heißt, hier würde ich noch mal Viertelstunde, 20 Minuten den Raum richtig aufheizen, dass es dort drin auch wieder schön warm ist. Handy, Laptop, PC, vielleicht kann man auch in der Stunde die Xbox laufen lassen für die Kinder oder für einen selber. Dass man sich hier ein bisschen ablenkt in der Krise, dass man was zu tun hat. Falls noch Wasser sein sollte, was ich jetzt nicht glaube, eine Waschmaschine hat zwischen 400 und 1300 Watt, je nachdem auf welcher Stufe ich es betreibe. Es gibt vielleicht manche, die haben ein Wasserbett, sowas braucht ungefähr 600 Watt, kann man auch wieder aufheizen, dann hat man es nachts schön warm. Tauchpumpen für Überschwemmungen zum Beispiel, habe jetzt mal eine gesehen, also billige, die hat Entschuldigung, 16.000 Liter, die braucht 780 Watt. Hier müsst ihr nur bedenken, immer bei Motoren muss ich bis zum dreifachen Anlaufstrom prüfen. Das wären dann knapp über die 2000 Watt, das heißt, das müsste man dann zuerst mal testen, ob das auch funktioniert. Aber wenn einmal Überschwemmung ist, ist natürlich die eigene Pumpe zum Haben optimal. Vielleicht will der eine oder andere sagen, ich will meine Gastherme betreiben, die braucht so roundabout 100 Watt und eine Ölheizung mit Pumpe roundabout 300 Watt. Also mein Kombi ist dann Gefrierkombi, Router, Telefon, Handy aufladen, Funkgerät, Laptop, Heizung. Und natürlich mein Werkzeug aufladen, mein Akkuschrauber etc. Kann ich alles damit laden. Und dann habe ich ungefähr 1600 Watt. Das Gerät hat 1800 Watt Dauerleistung. Bingo, passt, wunderbar. Auch wichtig, überdimensioniert das Ganze bitte nicht. Also ein ganz einfacher Grund, die Geräte müssen immer mit oder sollen immer mit Last laufen. Mindestens 20%, ansonsten werden sie irgendwann einmal defekt. Und das wäre natürlich auch blöd. Also wenn jemand ein 10 Kilowatt Aggregat kauft, um damit sein Handy zu laden, das ist leicht überdimensioniert. So, gehen wir jetzt mal zum Caterpillar Inverter 2000. Das ist also mein Gerät, das mir gemeinsam mit Andreas ausgesucht hat. Der hat mich da zu dem Thema beraten. Und es ist für mich das Optimale. Warum? Es ist extrem klein. Also für so großes, also für so Aggregat mit der Leistung. Es hat also 50 cm mal 32 mal 46. Ist also von dem her nicht groß, hat ungefähr 20 Kilo, das heißt, mit dem Tragegriff hier oben kann ich es also wunderbar durch die Gegend tragen. Ist also gar kein Problem. Und was mir sehr wichtig war, es ist sehr leise. Das Ding hat 53 bis 62 dB, je nachdem, wie viel ich heranhänge. So, also hier nochmal der Lautstärkentest. Ich habe es jetzt einfach mal hinter die Hütte hingestellt und bin jetzt keine 5 Meter nicht davon entfernt und man hört es nur ganz leise. Wenn ich natürlich außen rum gehen würde, dann hört man es etwas. Im Übrigen, hier bin ich quasi aufgewachsen und da sehe ich gerade ganz leckere Äpfel beim Nachbarn. Ach, da werden wir gleich einen klauen. Er hat nämlich einen Stromsparmodus, das ist dieser hier, weil, das ist der Vorteil, das ist ja ein Inverter. Das bedeutet, und das ist ganz wichtig für euch, wenn ihr irgendwelche elektronischen Geräte betreiben möchtet, Handys laden, sonstige Geschichten, Fritzbox betreiben, dann müsst ihr unbedingt auf einen Inverter schauen, weil nur der bringt einen sauberen Sinus und die anderen Geräte können eure elektronischen Geräte zerstören. Und der zweite Vorteil am Inverter ist, er ist sehr sparsam, weil ich kann ihn von Vollleistung hier umschalten mit dem Knopfdruck und dann fahrt er nur so viel, wie er gerade tatsächlich verbraucht. Also wenn ich dann weniger dranhängen habe, dann fährt er langsamer. Habe ich mehr dranhängen, dann wird er lauter und hat natürlich mehr Power. Gut, was haben wir denn? Wir haben hier zwei Steckdosen mit 230 Volt. Das ist schon mal das erste Vorteil, das kann ich aufteilen. Ich habe hier, was ich sehr cool finde,
zwei USB-Anschlüsse, das heißt, das werden wir dann, ich mache das dann alles in der. So, nun der Test, ob das Handy lädt. Stecken wir mal ein. Und was sagt er? Man sieht eindeutig rechts oben, hurra, er lädt. Also ich kann mein Handy hier wunderbar mitladen. Das ist eben der Riesenvorteil von einem Inverter. In der Praxis testen wir das dann heute alles. Ich habe also hier, kann ich direkt mein Handy laden, mein Powerbank laden, mein was weiß ich was laden. Ich brauche da gar kein Gerät nicht dafür, ich kann das hier drüber gleich machen. Und da das Ding wassergeschützt ist, ist dort natürlich so ein Wasserschutz drüber. So, es geht weiterhin, ich habe hier 12 Volt Anschluss, um zum Beispiel meine Autobatterie zu laden. Also hier kann ich nicht großartig was ranhängen, dafür hat er zu wenig Leistung, aber zum Autobatterie laden reicht's. Und das ist eigentlich das Coole dran. Dann habe ich hier noch einen weiteren 12 Volt Anschluss. Den habe ich hier. Also, beziehungsweise weiteren, das ist quasi. So, jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht, genau. Das ist das, wenn man so weit daneben sitzt. Also, hier ist natürlich der 12 Volt Anschluss, der gehört hier rein. Und hier kann ich quasi meine Autobatterie laden. Das dort unten, sage ich euch dann, das ist eine Spezialfunktion. Und zwar hat dieses Gerät, kann ich verdoppeln. Das heißt, ich kann zwei Geräte zusammenschließen. Mit den zwei Dingen kommen die dann auf eine große Steckdose und damit habe ich 4 Kilowatt. Und es ist natürlich besser, zwei Geräte zu haben, als wie eines mit 4 Kilowatt, weil vielleicht brauche ich gerade mal weniger Leistung, dann reicht eins, sparen wir natürlich Sprit und Lautstärke. Oder eben, wenn ich es transportieren möchte, ist ein Unterschied, ob ich ein 40 oder 50 Kilogramm Gerät trage oder zweimal 20 Kilogramm. Also auch das finde ich richtig cool. Er hat sogar hier eine Ölstandswarnanzeige, was ich auch sehr wichtig finde, wenn das Öl mal zu wenig wird. Das merkt man ja nicht immer oder vielleicht nicht immer. Und dann wird er sich automatisch ausschalten, was also richtig cool ist. Was auch gut ist, was man jetzt hier nicht sieht, es ist eine beleuchtete Schalttafel. Das heißt, in der Nacht ist das Ding leicht beleuchtet. Ich kann also hier auch in der Nacht arbeiten. So, was haben wir denn noch? Das habe ich euch alles gesagt. Bei ungefähr 50% Leistung braucht der rund 0,75 Liter Benzin pro Stunde. Es ist ein knapp 4 Liter Tank drin. Ich habe dort oben sogar eine Tankanzeige, zeige ich euch dann nachher kurz. Also wenn man hier zum Beispiel schaut, dann seht ihr hier, habe ich eine Tankanzeige. Ich habe also jetzt hier relativ wenig eine, da weil ich momentan nicht viel brauche. Sprich, ich kann das Ding bis zu 6 Stunden lang mit einer Tankfüllung betreiben. Das haben wir schon gesagt, genau. Und wie gesagt, es ist sehr leise und jetzt würde ich einfach mal sagen, gehen wir in den Praxistest. Ich habe hier quasi, wo ich dann öffnen muss, immer vorm Betreiben, sonst geht mir noch kurz in der Sprit aus, das ist quasi die Luftöffnung, die natürlich wieder schließt, wenn ich das Ding nicht brauche, damit eben dort kein Dampf rauskommt und natürlich auch kein Sprit, wenn ich es umlegen würde. Ich habe hier quasi nochmal die Schalttafel, die habe ich ja schon gezeigt. Und hier habe ich quasi den Anlasser und Zubehör kommt natürlich auch mit dazu, zum einen ein sehr hochwertiger Schraubenzieher, dann hier für die Zündkerze, der Zündkerzenstecker und natürlich zum Öl nachfüllen und das zeige ich euch jetzt. Ich habe also hier zwei Serviceöffnungen, hier ist quasi der Luftfilter, hier ist ein Werkzeug dazu, brauche ich gerade aufmachen, kann den Luftfilter jederzeit reinigen und hier ist quasi ein Ölmessstab, wie ihr den vom Auto her kennt. Und hier kann ich quasi genau erkennen, sieht man mich eigentlich? Nicht wirklich. Hier kann ich quasi genau das Öl erkennen und was das Schöne ist, ich habe also hier die Möglichkeit, den genau hier reinzuschrauben. Er ist also mit Gewinde und so läuft hier kein Öl nicht aus. Also ich habe gestern im Büro nachgeschüttet, ohne einen Tropfen zu verschütten und das ist recht cool. Wie gesagt, das ist relativ einfach wieder zugemacht, drauf, zugedreht, fertig. Also sehr gut durchdacht, muss ich sagen. Auch hier habe ich die Möglichkeit, wenn ich hier aufmache, ja, das geht. Also hier rein, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ups, wird man wahrscheinlich auf der Kamera nicht sehen. Hier ist die Zündkerze und hier komme ich quasi mit dem Zündkerzenstecker, kann man also wunderbar ran, kann die rausnehmen und kann die reinigen, wenn es wäre. So, jetzt zeige ich euch, wie einfach dass das geht. Und zwar schaltet man hier einfach ein und auf Schock. Da ich den jetzt schon laufen lassen habe, mache ich es gleich mit ein, weil das braucht man nur beim ersten Mal, wenn er kalt ist.
Danach geht man einfach her, zieht so lange, bis man einen Widerstand spürt und dann einmal und der läuft wie Sau. Und ihr merkt es jetzt, läuft er quasi auf voller Power. Und jetzt läuft er in Ruhe. Also nochmal, das wäre quasi normalerweise so wie ein normales Aggregat laufen. Und das ist eben jetzt ohne Power, weil er nimmt nur so viel, wie er braucht. Sobald ihr jetzt was einsteckt, wäre dann wieder etwas, braucht er wieder etwas mehr Power. Was will so natürlich viel, viel Spaß haben. Und ausschalten geht genauso einfach. Und das war's. Und dann halt nicht vergessen, hier wieder zuzumachen, damit euch das Benzin nicht ausläuft. Das war's. Mehr ist es gar nicht. Wie gesagt, Tankanzeige ist immer da. Von dem her ganz easy. Und jetzt testen wir mal. So, jetzt testen wir das Ganze natürlich mal. Und dazu habe ich mir hier diesen kleinen Heizlüfter mitgebracht, der eben 2000 Watt hat. Und zum Schauen, ob das Ding das auch abkann. Also. Jetzt merkt ihr, jetzt hat er 1000 Watt. Ja. Und dann merkt ihr, er wird natürlich lauter, logischerweise. Und jetzt habe ich auf 2000 Watt. Ihr seht, er bläst, er wird natürlich noch lauter, aber er wird es durchhalten. Und sobald ich wieder alles wegnehme, geht er wieder auf normale Lautstärke zurück. Würde ich das eben nicht machen und das hier ausschalten, wäre er immer so laut. Wird natürlich auch viel mehr Sprit brauchen. Deswegen würde ich den natürlich immer einschalten, logischerweise. Also ich finde so ein richtig geiles Gerät, den Cat Inverter 2000 von Caterpillar. Denkt auch daran, dass ihr diesen Code angibt bei Adimax Stromaggregate mit Chiemgau, groß geschrieben. Link findet ihr unten. Ich finde es toll und vor allem mit 10% Rabatt kann man richtig günstig einkaufen. Und wer sagt, ist mir immer noch zu teuer, PayPal, Ratenzahlung haben sie auch noch. Und ruft bitte an und lasst euch von denen beraten, die machen das richtig gut, habe ich festgestellt. Und die haben auch noch günstigere Geräte. Also das ist jetzt schon der Mercedes unter die Geräte. Aber, warum auch nicht? Also, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wieder mal ein Like freuen. Wenn ihr noch Fragen zum Gerät habt, haut es mir unten rein. Ansonsten, genau, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr den gerne abonnieren, würde mich freuen. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Pfiat euch, euer Stefan von Outdoor Chiemgau.